Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht mit einem neuen Schiff im neuen Jahr. Und deshalb wünsche ich euch allen ein schönes neues Jahr und viel Gesundheit, denn das ist das Allerwichtigste, das es gibt im Leben. Erfolg, schön und gut, wenn ihr krank bist, drauf geschissen. Von daher viel Gesundheit und ein schönes neues Jahr. Erster Tag im neuen Jahr, neues Schiff. Ich habe da bis dahin gewartet, quasi die neuen Schiffe vorzustellen, denn, ja, ganz im Ernst, ich habe die Weihnachtszeit mit meiner Familie und meiner Freundin verbracht. Alles andere ist relativ unwichtig. Und heute sitzen wir in der Viribus Unitis, seiner Majestätsschiff, mit vereinten Kräften. Werden wir versuchen, hier etwas zu reißen, und normalerweise hasse ich Flugzeugträger. Und aus irgendeinem Grund gibt es jetzt 8 Flugzeugträger in der Schlange auf Tier 4, ja? Wir sind auch Low-Tier, unter Anführungszeichen, so wie halt eine Viribus Unitis Low-Tier sein kann, und müssen jetzt damit arbeiten. Ich zeige dieses Schiff hier in einem Live-Gameplay. Ansonsten fahre ich bei Twitch die Gefechte und mache dann mit einem Replay eine Aufnahme mit einem Nach-Commentary, also mit einem Nach-Kommentieren. Ja, das ist ein großer Unterschied, vielleicht für viele, die zusehen, nicht für mich, wenn ich es fahre, schon, denn 50% der Aufmerksamkeit geht natürlich ins Kommentar, damit ich nicht nur Blödsinn erzähle, kommt natürlich leider allzu häufig vor. Vielleicht verwechsle ich das Schiff auch mal gerne, also nicht bewusst. Ich weiß natürlich, es ist ein Schlachtschiff, aber es kann durchaus sein, dass ich 3-mal Kreuzer sage, bevor ich dann wieder richtig nachdenke, weil ich mich gerade auf eine Situation konzentrieren musste und dann wieder Schlachtschiff sage. Von daher kommt hin und wieder vor, aber nicht allzu häufig. Und 50% der Aufmerksamkeit geht nur aufs Gefecht. Warum jetzt ein Flugzeugträger hier gut ist, das liegt an der Größe des Schiffes. Ich parke ja mal neben der Kongo. Man hat ja hier jetzt nicht unbedingt die Intention, weit nach vorne zu fahren. Zumindest ich nicht. Mein Schiff ist langsam, um die 20 Knoten, ist hier 4. Kann mit der Kongo hier mit 30 Knoten natürlich nicht mithalten. Deswegen, ich muss den Weg hin und den Weg wieder zurück planen. Außer natürlich, der Gegner ist komplett Banana. Und macht ihr hier endlich vielleicht was, sonst fahre ich. Ach. Wenn der Gegner komplett Banana ist, dann ist das Gefecht so schnell zu Ende. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ist der Gegner zu gut, dann ist das Gefecht leider auch recht schnell zu Ende, denn ich kann nur in eine Richtung fahren. Und diese Richtung kann ich beibehalten. Also ich meine jetzt nicht nach vorne oder nach hinten, sondern in eine Richtung auf der Karte. Osten, Süden, Westen, Norden. Und wenn da kein Feind kommt, dann bin ich am Arsch. Also ich hasse die Kongo, melde ich jetzt. Die wird sich denken, was macht der da? Aber schau, ich parke mal kurz. Also die Kongo ist ein Stück größer als hier die kleine Viribus Unitis. Müssen wir natürlich mal gegen die Nassau ranfahren. Das wäre vielleicht interessanter, wobei das ist natürlich noch ein kleineres Schiff. Ja, gut, dass ich nicht nach rechts rüber gefahren bin. Da sind jetzt erstmal 2. Die Flugzeugträger werden eh... Oh, die Kongo war offen, was? Na gut, das kann schon sein. Na, ich werde da mal in die... Ach, jetzt. Verpiss dich doch endlich! So, wo war ich? Also ja, also das ist ein Live-Spiel mit einem Live-Commentary. Ich krieg einen Anfall. Oder warum fahren die alle nach rechts rüber? Ja. Dieses Spiel wird schnell zu Ende sein. Nein, warum ein Live-Spiel? Ich glaube, dass man mit diesem Schiff durchaus gehobenen Schaden fahren kann und das relativ stabilen. Und mit relativ stabilen Schaden auf Tier 4 meine ich von 40.000 bis 100.000. Ja, ihr werdet euch jetzt fragen, was labert denn der da wieder? 40 bis 100.000, das ist doch nicht ein stabiler Schaden. Ja, stabil wäre, hätte er eine Reichweite von, oh Gott, auf 9 Kilometer ist schon hier ein DD. Hätte er gesagt, oh, stabiler Schaden zwischen 60 und 70.000, der ist immer drin. Er wäre immer drin, wenn man sich immer für die richtige Seite entscheiden würde. Das ist das große Problem der Viribus Unitis und eigentlich jedem Schiff auf Tier 4, das hier, ja, ziemlich langsam unterwegs ist. Ich muss umdrehen, ich muss die Seite hier schützen, das ist ja lächerlich, was hier gerade passiert. Aber entscheidet man sich hier für die falsche Seite, dann ist man am Arsch, weil man bekommt keinen Schaden ab. Ja, ich bin in der Mitte geblieben, bin ich losgefahren. Ich muss ja auf die linke Seite, da werde ich Schaden genug abbekommen, mit Sicherheit. Aber bis der kommt, wird es einige Zeit dauern, wenn das gegnerische Team nicht komplett versagt.
Ich werde euch am Ende des Gefechts natürlich noch ein paar andere Gefechtsausgänge einblenden, damit ihr seht, dass das kein Einzelfall ist. Da muss ich mich daran erinnern, dass ich immer einen Screenshot mache. Das funktioniert natürlich mit meiner beschränkten Gehirnkapazität nicht immer. Aber ich werde es versuchen. Wie gesagt, mehr als versprechen kann ich es nicht. Ach Gott, echt jetzt. Ja, bis meine Geschütze gedreht sind, ist der woanders. Ich werde jetzt hier einmal noch auf die... Ach, fuck you! Aber wir werden sehen, es dauert ewig, bis da was gedreht ist. Ah, das Spiel ist Jahrhundert. Was macht der da? Ja. Der lässt sich hier abfarmen. Da sage ich nicht nein. Ja, das ist das nächste, die Streuung. 5 Kilometer, kein Treffer. Naja. Das Team. Nee, das Team, hä? Oh, ich hab was! Ich glaube, ich muss näher ranfahren. 5,3 Kilometer ist leider ein bisschen... What the fuck? Es ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Nicht mit mir, scheiß TV. Da. Es ist echt übel. Große Schiffe ja, kleine Schiffe nein. Hätte mal auf Secondary skillen sollen. Beginnt die vielleicht zu schießen? Die hat geworfen, das Luder. Triff doch! Endlich! Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Schieß doch! Wie schnell ist denn der Reload von dem Teil? Was zum Teufel ist mit diesem Spiel los? Ich glaub das nicht. Glaubt ihr das, was ihr hier seht? Glaubt ihr das? Die wird sich verpissen. Jetzt aber. Keine DDs mehr. Jetzt gehe ich auf Kreuzer und Iron Duke Yacht. Das ist jetzt mein Schaden. Ich werde zwar nicht auf die 70.000 kommen. Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde mein Bestes geben. Solche Gefechte gibt es natürlich auch. Anscheinend. Man muss auf alles gefasst sein hier. In diesen spielerischen... Und die kommt jetzt echt nochmal vor. In diesen spielerischen Abgründen. Wow.
Da gehen wir ein bisschen lucky. Lucky. Was ist das? What? Das ist Rotflinte par excellence, ist das. Par excellence. Gib mir konstant den Schaden. Da, ich drehe jetzt natürlich rechts rein. Ich werde die Insel hier nutzen. Ich fahre auch nicht nach der Nahe hinterher mit ihren Torpedos. Nicht mit einer Iron Duke. Was hast du denn geglaubt? Ich bin von gestern übrig geblieben, oder was? What? Das war close as fuck, was du weißt. Da, gib hier. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Gib ihm. So, jetzt gilt's. Iron Duke gegen Viribus Unitis. Oh, das sind meine 80.000 Schaden. Übrigens. Torpedos auf Backbord. Da. Ich will auch mal eine volle Breitseite abfeuern. Einmal hier den Impact der Viribus Unitis zeigen. Price. Surprise. Aber ich möchte ein bisschen drehen. Wir schaffen das. Also der Wendekreisradius ist echt gut vom Schiff. Aber das kommt schon, Leute. Das Gefecht ist kompletter Dreck. Muss ich schon sagen. Also sowas habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Was ist das für ein Breitseiten-Zampador hier? Ja gut, Breitseite zeigen und mit Haie schießen. Man glaubt, man kriegt nur Haie-Schellen reingedrückt, weil man selbst schießt ja auch nur Haie. Und da hilft am Winkel natürlich nichts, weil Haie den Winkel der Panzerung natürlich komplett außer Acht lässt. Da würde ich auch Breitseite zeigen. Aber ich würde trotzdem ein bisschen eine kleinere Silhouette zeigen. Meinst du nicht? Egal, er wird nicht lang genug im Spiel sein. Ja, wie man sich den Namen merken müsste. Er wird bald aufhören. Mit einem Forumsbeitrag. Die nehmen mich alle raus, machen viel mehr Schaden an sich. Ja, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ich bin gerade mega, also ich will nicht sagen pissed, aber ich bin ja mega überrascht. Was ist da los? Also, ganz im Ernst. Ja, extrem kurios. Aber anscheinend kommt die wirklich immer so auf ihren Schaden. Das Spiel ist mega scheiße. Aber, ja, kannst du vergessen. Den einen Brand lasse ich dir nicht durchgehen hier. Wenn du dir Schaden farmst an mir, den du nicht verdient hast mit einem mega schlechten Spiel. Und ja, ich müsste sie mal anzünden, aber nein, will ich nicht. Will hier nicht mit Haie schießen. Will hier die Viribus Unitis nicht entehren. Ja, lächerlich. Ja. Ich warte wieder auf die volle Salve. Er zeigt mir ja schön breit an. Ich müsste eigentlich gar nicht anwinken. Da kommt die gute Panzerung, zumindest auf dem Papier, der Viribus Unitis gar nicht zum Tragen, weil bei solchen Leuten. Da. Jetzt aber. 10.000. Peng. Eieiei. Ja, bis auf das ganz am Anfang mit den. Und man muss echt sagen, beide Teams haben spielerische Klasse gezeigt. Warte, was ist das Gegenteil von gut? Mit ihren Aktionen, die sie da gemacht haben. Also, ganze Team nach rechts. Nur die Flugzeugträger und ich hier. Ach, zum Teufel. Was zum Teufel. Das ist echt arm. Kommen im neuen Jahr. World of Warships 2019. Happy. Das ist ja... Komm schon, 6,9 Kilometer. Viribus. Ah. Naja, kann man nichts machen.
Das ist übrigens eines der schlechten Gefechte, nicht wegen dem Schaden, weil hier ist Schadenfarmen anscheinend relativ einfach gerade, sondern wegen der Action. Ansonsten ist der Schaden immer ein bisschen, ich will nicht sagen härter ertrotzt, aber doch spannender erfahren. So. Weh, das Schiff gehört nicht mehr. Zwei Kills gehören zum Standard-Tripper. Nein! Zum Standard. Jetzt kommt natürlich die Mutsuki an und geiert. Die wird keine 19 Sekunden mehr überleben. Heal! Dreadnought, heile doch! Ja, yes, sie heilt. Sehr gut. Dann lass ich brennen für dich. Das gehört sich so. Unser Schlachtschiffbrüder, einmal hochheilen für mehr Schaden und dann ist alles gut. Ciao. Vielen Dank für die geschenkten 3000 Punkte und jetzt stirb. Die sehen gut aus. Ja, jetzt ist es vorbei hier mit der Schlachtschiffliebe. Naja. So, das Gefecht ist jetzt für mich gelaufen. Es ist ganz egal, was jetzt passiert. Denn ich komme nicht mehr hin. Wir haben noch zwei Flugzeugträger und einen Kreuzer, die werden gewinnen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil unsere Mutsuki ganz, ganz hinten ist und tja, und ich nicht nach vorne komme. Also, jetzt habe ich ein bisschen Zeit hier ohne schockierende Leistung des Teams. Ach, jetzt kommt er natürlich an. Und auch vielleicht ein paar Dodging-Skills zu zeigen. Also nicht meine, sondern der. Ich möchte das markieren. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Geht's jetzt? Nein, ich kann hier nichts markieren. Ist meine ganze Hand hier rausgefallen, dass sich das nicht mehr lohnt. Ja, 0 von 9. Okay, ist auch gut, dass das jetzt so angezeigt wird. Den Flugzeugträger hatte ich nicht mehr auf dem Zettel. So. Und es trifft uns der Torpedo nicht. Also der Rauch ist ja mal mega grausam hier. Da sieht man gar nichts mehr. Wo ist der Nächste, der rankommt? Da kommt schon der Nächste an. Ach, fuck you. Ich kann immer noch nicht reparieren. Ich kann immer noch nicht. Ja, der droppt jetzt links und hier rechts. Das sieht man. Aber wendig ist sie schon, ne? Komm, Schnucki, gib ein bisschen Gas jetzt. Dreh dein Ärschchen raus. So, noch ein bisschen potenziellen Schaden gefarmt. Na, also die Panzerung auf dem Papier, super. Die Panzerung in echt, ja, bringt ja nicht viel, weil hi, das ist Tier 4. Was will man da erwarten? Also man kann ruhig ein paar AP-Granaten abprallen lassen, aber Haie machst du halt nichts und da wirst du den großen Schaden fressen. Schau, die Mutsuki hat gerade mehr Antier als ich. Dann Punkt 2, die Geschütze. Ja, genau, ist was anderes. Ich würde es einen Ticken genauer machen. Ja, sie hat jetzt 96.000, aber das war ja Geschenk bei den Leuten, gegen die man hier fährt. Wenn man gegen ein bisschen normal gesegnete Leute fährt, der Gegner fährt, dann, also mit normaler Intelligenz gesegnete Gegner fährt, dann ist durchaus schwieriger, dann kommt man auf 60.000, 70.000, da muss ich halt ein bisschen besser anstellen. Dann haben wir HP 35.700, vollkommen ausreichend. Der Heal, vollkommen ausreichend, natürlich. Kann man oft heilen, muss nur lange genug am Leben bleiben. Und dann kommen wir zum großen Manko, was aber alle Schiffe betrifft. Die Geschwindigkeit, man kommt halt nirgendwo hin. Dafür Wendigkeit eigentlich geil. Wobei Wendigkeit kann man so gar nicht sagen. Ich glaube, Wendigkeit müsste eigentlich per Definition auch von Geschwindigkeit abhängen. Aber wir haben halt hier einen relativ guten Wenderadius. Zumindest die Ruderstelze. Es fühlt sich einfach gut an. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, wie wenn man mit einer Warspite fährt. Sie hat nicht die Klasse der Warspite, weil das erklärt sich von selbst. Aber sie fühlt sich so an. Also direkte Reaktion. Ich drücke auf A. Und dann lenkt sie nach links ein. Man könnte sagen, ja, deswegen hat sie eine gute Ruderstellzeit. Ja, tja, jetzt bin ich schon auf ein Halb. Aber was ist gut für ein Tier 4 Schiff? Wird, wenn sie so bleibt, auf jeden Fall mein Liebling auf Tier 4 werden. Wenn sie nicht so bleibt, dann hoffe ich auf einen Genauigkeitsbuff der Hauptartillerie. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Oder eine Sigma-Erhöhung. Wer weiß das schon? Ansonsten, die Werte sind alle genau gleich, wie ich sie schon im Vorstellungsvideo gezeigt habe. Deswegen verlinke ich auch das hier an dieser Stelle. Sollten Änderungen kommen und die werden vielleicht kommen, dann gibt es natürlich ein Update. Wird einige Gefechte hier mit der Viribusunitis geben.
Wenn ich noch ein paar Gefechte. Oh Gott. Ich werde nachher noch eins fahren. Aber vielleicht habe ich sogar schon eins hier, um auch zu zeigen, was das Schiff kann. Also ein Endscreen halt. Und dann halt natürlich gibt es noch einen Stream im neuen Jahr. Mit Sicherheit ihrer Testschiffe. Ich habe sie noch ein bisschen. Also. Hab sie noch 8 Tage oder 7 Tage. Ja, wird sicher in der ersten Woche hier heute, also jetzt im neuen Jahr, einen Twitch-Stream geben mit dem neuen Testschiff, um sie einmal so zu zeigen, damit ihr es auch mal live sehen könnt. Ansonsten, ja, Viribus Unitis. Ein Schiff, das mir am Herzen liegt. Aber es ist halt was Schönes hier, was aus der Monarchiezeit, aus der österreichischen Monarchiezeit zu sehen. Gott, war der Anfang. Aber ihr seht, das ist kein ausgewähltes Gameplay, sondern das ist einfach ein Gameplay. Also, ich klicke rein, ich nehme es auf. Hier, bitte. Weil es passiert, was passiert, oder? Man kann zwar, man kann die Gefechte, die man zeigt, auswählen, aber gibt das ein Bild vom Schiff? Nein. Man kann die besten Teile zusammenschneiden und dann sagen, ja, aber das und das ist nicht gut. Gibt das ein Bild vom Schiff? Weniger. Deswegen, in Kombination mit Streams, vielleicht, und einem Gameplay hier so auf YouTube, die idealste Art und Weise, Schiffe vorzustellen. Dann kann man das sehen. Aber die Viribus Unitis enttäuscht selten. Guter Durchschnittsschaden bei mir wird jetzt bei 70.000 liegen, fast 60.000, 70.000 auf meine 8 Gefechte, die ich bisher gefahren bin mit dem Schiff. Wird wahrscheinlich genervt. Nee, ich weiß nicht. Kann sein, es gibt momentan sehr viele schlechte Spieler wegen den ganzen Events. Und da kann durchaus sein, dass ja, die Werte extrem gut sind. Ich hoffe, Wargaming denkt daran und macht mir das Schiff nicht kaputt. Ich sage nochmal, schönes neues Jahr. Und wir sehen uns dieses Jahr wie üblich. Einmal am Tag, hoffe ich doch. Mal schauen, was alles kommt. Ciao.